Herzlich willkommen zum Finale von Black and White. Beim letzten Mal haben wir Nemesis letzte Stadt eingenommen. Und in seiner letzten Verzweiflungstat hat er seinen Löwen Samson jetzt in ein Spiegelbild unserer Kreatur verwandelt. Das ist mal tatsächliche Ironie. In der ersten Welt haben wir seine alte Kreatur, einen Braunbären, getroffen, den er selber zurückgelassen hat, den er nachher sogar umgebracht hat mit einem Mega-Blast, weil ihm diese Kreatur nicht gut genug war. Und jetzt hat er hier in der letzten Welt seinen Löwen, der seine neue Kreatur war, wieder in einen Braunbären verwandelt. Ja, also, wir führen hier die letzte Schlacht. Glücklicherweise haben wir ja Heilwunder zu unserer Verfügung und scheinbar hat unsere Kreatur inzwischen noch ein bisschen gelernt, Donnerkeile zu wirken. Wir haben zumindest die Geste zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie gut die wirklich funktionieren würde. Komm schon, Ra, wehr dich, lass dich von Samson, so einer hässlichen, bösen Braunbärenkreatur, nicht vermöbeln. Und zum ersten Mal haben wir tatsächlich den Fall, dass eine feindliche Kreatur geheilt wird im Kampf. Bis jetzt haben wir tatsächlich bei allen Kreaturen, gegen die wir gekämpft haben, einfach nur einen glatten Kampf gehabt, in dem kein einziges Wunder von unseren Gegnern bewirkt wurde. Obwohl wir tatsächlich auch mal zwischendurch gegen gottesgesteuerte Kreaturen gekämpft haben. Nicht nur gegen Slag, den Ogre. Das ist ja auch ziemlich nervtötend, dass hier die Heilwunder gewirkt werden, denn diese Heilwunder können so einen Kampf schon mal ins Unendliche langziehen. Glücklicherweise scheint es nicht Samson zu sein, der hier die Wunder wirkt. Wir sehen auch, dass sich seine MP-Leiste nicht verringert und er auch selber keine Geste macht. Es scheint tatsächlich Nemesis zu sein, der seinen letzten Glauben aufbraucht, um damit Stufe 1 Heilwunder auf seine Kreatur zu wirken. Tja, wir sind nicht so dämlich. Wir können tatsächlich Heilwunder einfach so per Gestensteuerung unsere Kreatur selbst ausführen lassen. Kinnhaken, Bams! Ja, ich wünsche, das würde diesen Kampf hier ein bisschen spannender machen mit den Wundern. Aber er benutzt tatsächlich nur Stufe 1 Wunder. Das ist dann wiederum ein bisschen einseitig. Wäre schon toll, wenn unsere Gegner auch mal auf die Idee kommen würden. Ein paar Feuerbälle, Blitzschläge, Stärkewunder, Unsichtbarkeitswunder, was weiß ich nicht. Irgendwas Tolles halt einzusetzen. Aber einfach nur zwischendurch mal zu schlagen, zwischendurch mal zu treten, ansonsten nur zu heilen. Naja, das ist jetzt mehr so eine mittelmäßige Leistung. Wir sehen, bis jetzt brauchen wir noch kein bisschen Heilung. Das war schon das locker fünfte Heilwunder, das Nemesis gerade gewählt hat. Ach komm, wir weichen gerade mal ein bisschen aus. Wir scheinen gerade wieder eine Serie abzubekommen von Samson. Das wollen wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Scheinbar scheint er nicht nur das Gegenteil von uns zu sein, was unsere Gesinnung angeht und was unseren Fettgehalt angeht. Er scheint auch nur das Gegenteil von uns zu sein, was unsere Muskeln angeht. Unser Braunbär ist ja wie üblich zu 100% mit Muskeln bebaut und durchtrainiert. Und unser Gegner hier macht nicht sonderlich viel Schaden, wenn er uns denn tatsächlich zwischendurch mal trifft. Scheinbar wirkt Nemesis gerade tatsächlich keine Heilwunder mehr. Komm schon, ich glaube an dich, Ra. Vernichte Samson endgültig. Scheinbar brauchen wir nicht mal Heilwunder zu wirken, um ihn tatsächlich komplett zu vernichten. Komm schon, ein paar letzte Haken noch und dann ist die Geschichte gegessen. Kabams, ein letzter Tritt. Erledigt. Samson ist besiegt. Nemesis hat verloren. Ra hat den Kampf für uns entschieden und das völlig ohne Tricks. Bist du schlecht? Doch, nicht vorbei. Doch. Du hast mich geschlagen. Doch ich habe viel aus dieser Niederlage gelernt. Ich werde mich aus den Trümmern meiner Niederlage erheben und stärker sein, als du es je sein wirst. Bla bla bla. Es gibt viele, viele Länder. Und sie werden schon bald einzig dem Wort Nemesis gehorchen. Nicht, wenn wir dein Tempel jetzt zerstören. Das führt doch zu nichts. Du solltest dieses Theater endlich beenden. Hab ich vor böses Vergiss Gewissen. Nicht, dass wir Nemesis mit der Macht der Seelen für immer vernichten können. Wenn du die drei Seelen vereinst, kann sich Nemesis nicht mehr vor dir verstecken. Drei Seelen? Aber wir haben doch nur zwei. Die dritte Seele ruht im Körper unserer Kreatur, Trottel. Aha. Ah, natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Du musst unsere Kreatur in den Vulkan schicken. Die glühende Hitze wird ihr Übriges tun. Was? Heißt das, dass du unseren Kleinen opfern willst? Es liegt an dir, Boss. Willst du das Leben unserer edlen Kreatur opfern, um gerecht über die Welt zu herrschen? Oder soll Nemesis die Welt erneut unterwerfen?
Das ist überhaupt keine manipulative Ausdrucksweise, die ihr da gewählt habt, liebe Leute. Wunderbar. Ja, glücklicherweise ist unsere Kreatur ja schon in der Nähe. Und wir haben keine andere Wahl, als unsere Kreatur da oben hinzuschicken. Ansonsten geht es einfach nicht mehr weiter im Spiel. Ne? So viel wieder zur Entscheidungsfreiheit. Also es tut mir leid, lieber Braunbär. Auf Wiedersehen, Ra. Wir hatten ein schönes Leben mit dir. Du hast uns sehr viel geholfen. Du hast uns gute Dienste geleistet. Aber jetzt brauchen wir leider deine Seele. Aus irgendeinem Grund, um Nemesis endgültig zu vernichten. Wobei ich nicht weiß, wie er noch irgendwas tun will, wenn wir seinen Tempel zerstören und er einfach in einer Welt hier gefangen ist, in der er keinerlei Einfluss auf irgendwas haben kann. Naja, ne, was soll's. Hinterfragen wir nicht weiter. Das ist nun mal der Verlauf der Geschichte. Also, Kreatur, ab rein mit dir in diesem letzten dramatischen Augenblick. Ein letztes Mal dürfen wir ihr schönes Sonnentattoo auf dem Rücken begutachten, bevor sie ihre Dienste tut. Tja, andere Charaktere können sich auch 10 cm neben einem Lavastrom bewegen und verbrennen dann immer noch nicht. Was? Eine wunderschöne Animation. Wieso steht sie jetzt noch da oben und wie merkwürdig ist unser Berg gerade gestolpert? Mindestens mit dieser Sequenz hätte man sich doch ein bisschen mehr Mühe geben können, oder? Naja. Space Bear fliegt durch das All mit der Macht der drei Seelen. Was zur Hölle? Ja gut, das wird ihn genauso umbringen, wie das im Vulkan verbrennt. Kaboom! So, das sollte jetzt aber Nemesis endgültiges Ende bedeuten, nachdem wir schon so eine Aktion hier jetzt geliefert haben. Er kehrt doch gerade ganz unbedacht zu seinem Tempel zurück. Ja, klopf, klopf, jemand zu Hause? Ja, wer ist da? Megablast! Bam! Einmal seine eigene Medizin. Oh mein Gott, das ist eine verdammte Menge an Megablasts. Da saß er nur einem gestorben. Du bist nun der einzig wahre Gott. Bin ich damit jetzt besser als Nemesis? Ich glaube nicht. Himmel, was war das? Der Vulkan scheint auszubrechen. Verdammt, den Gestank kenne ich doch. Er ist zurück. Und er sieht nicht besonders heiß aus. Ob wir ihn aufpäppeln können? Okay, es war nicht der Vulkan. Unser Braunbär ist wieder zurück. Yay! Und er hat ziemlich viel Schaden bei der ganzen Geschichte hier genommen. Ich würde sagen, wir heilen ihn mal ganz schnell. Heilwunder, liebe Leute, habt ihr noch genug Glaubenspunkte dafür übrig? Gesundheit. Haben wir keinen... Ah, wir haben hier gar keinen Einfluss. Der ist tatsächlich so dermaßen weit geflogen. Hoch lebe Japan! Jawohl, damit sollte unser Braunbär eigentlich gerettet sein. Er steht wieder auf. Sehr schön. Ra hat überlebt. Tja, göttliche Bären sterben auch nicht, wenn sie von einem Vulkan per Stein ins All katapultiert werden, dort ihre Seele ausbreiten müssen und dann wieder auf die Erde zurückknallen. Ja, naja, ne, was soll's. Hork, in der Tat. Tja, das war's. Wir haben es tatsächlich endgültig geschafft. Unsere Kreatur scheint sich bei uns dafür zu bedanken, dass wir sie gerettet haben, obwohl wir uns eigentlich dafür entschieden haben, sie zu opfern, auch wenn wir keine wirkliche Auswahlmöglichkeit hatten. Black and White, entworfen und entwickelt von Lionhead Studios LTD. Punkt. Ach, diese hässlichen Kerle, dass die überhaupt gegen den Drachen überlebt haben, finde ich immer noch traurig. Das ist das Spiel gewesen. Wir haben die Credits erreicht, die interessanterweise keinerlei Musikuntermalung oder sonstiges haben. Ich habe so das Gefühl, das ist ein Spielfehler. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das so geplant war. Aber egal, dann reden wir halt über das Spiel ohne sämtliche Untermalung und nur mit ein paar Namen, die so nebenher laufen, die wir auch in der Bibliothek lesen konnten.
Black and White wurde damals als ein großes und tolles Spiel angekündigt, in dem man ein Gott spielt und eine wirkliche Entscheidungsfreiheit über alles haben soll. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein wirkliches Gut oder Böse. Wir entscheiden, ob wir gut oder böse sein sollen. Die Aufgaben können so gelöst werden, wie wir es wollen. Das Spiel wird so durchgespielt, wie wir uns das vorstellen. Nachdem wir das Spiel jetzt durch haben, wird wahrscheinlich jeder zustimmen, das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Diese Ankündigung, die damals gemacht wurde, war einfach nur gute Werbung. Das Spiel ist gut. Da will ich jetzt nichts gegen sagen. Ich mag Black and White. Ich spiele es wirklich gerne. Wenn man die Grundprinzipien dieses Spiels verstanden hat, ist es auch ein ziemlich leichtes Spiel, muss man sagen. Wenn man sich allerdings erstmal reinfinden muss, dann ist es ziemlich schwierig. Dann kann man sich sogar an vielen Stellen des Spiels richtig festsetzen, weil man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll, weil die Dörfer von einem selbst in Schutt und Asche liegen und man nicht weiß, wie man wieder Fuß fassen soll. Ganz besonders schlimm ist das in der Welt, in der es Feuerbälle und Blitze auf uns hinabgeregnet hat. Wir erinnern uns, die wir allerdings innerhalb von kürzester Zeit von diesen Feuerbällen und Blitzschlägen befreit haben, damit uns da nichts wirklich passieren kann. Ach ja, der gute alte Guru, an den erinnern wir uns auch noch. Ja, für seine Zeit war es, wie gesagt, wirklich ein sehr schönes Spiel. Grafisch auch okay, aber von der Entscheidungsfreiheit her nur so gut. Es gibt halt immer noch ein spezifisches Ziel, das wir erreichen müssen. Daran hat sich nichts geändert. Dieses Spielprinzip wurde aus der damaligen Zeit nicht revolutioniert. Es ist kein wirkliches Open-World-Spiel, in dem man wirklich machen kann, was man will, die ja heutzutage doch immer häufiger werden. Spiele wirklich ohne Ziel, in dem man wirklich machen kann, was man will. Minecraft zum Beispiel ist wirklich ein Spiel völlig ohne Ziel, in dem man machen kann, was man will. Man spielt zwar keinen Gott, aber man kann mehr oder weniger sein eigenes Ziel setzen. Das ist hier einfach nicht der Fall gewesen. Und sämtliche silbernen Schriftrollenaufgaben hatten spezifische Lösungen. Auch dagegen kann man nichts sagen. Man kann zwar die Leute, die einem die Quest geben, einfach umbringen oder ihre Aufgaben lösen. Aber im Endeffekt bringt einem nur das Aufgabelösen dann tatsächlich eine Belohnung für diesen Quest. Ansonsten macht es einfach keinen Sinn, ihn zu machen. Und auch das Gut- und Böse-System ist im Grunde einfach ein Regler, der sich nach links und rechts verschiebt, je nachdem, welche Aktionen man durchführt. Dementsprechend ist man dann ein bisschen mehr böse. Der Tempel wird dann halt spitzzackig schwarz-rot. Oder man ist gut und der Tempel bleibt hellgrau und wird größer, hat keine Zacken. Oder man ist neutral und dann bleibt der Tempel halt mehr oder weniger so, wie auch am Anfang des Spiels war. Tja, witzig ist natürlich das ganze Kreaturensystem, das ja auch groß angekündigt und groß beworben wurde bei dem Spiel. Da kann ich nicht viel gegen sagen. Bis auf dieser eine Kritikpunkt, den ich immer noch habe, den ich auch während des Spiels mehrfach angemerkt habe, dass in zwei Welten tatsächlich die Handlung unserer Kreatur komplett entweder eingeschränkt oder zunichte gemacht werden. Sowohl in der Welt, als wir Letis das letzte Mal getroffen haben, als auch jetzt in der Welt, wo wir Nemesis das erste und letzte Mal getroffen haben. Erst wurde von Letis unsere Kreatur komplett aus dem Spiel genommen, was ich überhaupt nicht gutheißen kann, immer noch. Und jetzt hier gegen Nemesis wurde sie verflucht, wofür sie jetzt ungefähr die Hälfte der Welt lang komplett unnütz gemacht wurde. Naja, was soll man da großartig zu sagen, wenn man sich jetzt tatsächlich die Mühe gemacht hat, Stunden um Stunden der Kreatur wirklich jedes einzelne Wunder beizubringen und ihr den Umgang mit jedem einzelnen Wunder beigebracht hat. Man kann ihr, worum ich mich jetzt gar nicht gekümmert habe, noch richtig lustige Tricks beibringen. Man kann der Kreatur zum Beispiel beibringen, Steine zu fangen, sodass man, wenn man ihr Steine zuwirft, sie die einfach in der Luft wieder schnappt. Man kann ihr beibringen, sie dann auf feindliche Gebäude zu werfen, dass sie gegnerische Städte für uns zerstört, damit sie böse ist. Und das kann man dann sogar noch so weit erweitern, dass man ihr beibringen kann, Feuerbälle zu fangen, sodass wenn man Feuerbälle auf sie wirft, wenn ein gegnerischer Gott sie mit Feuerbällen bombardiert, sie die Feuerbälle tatsächlich auffängt und dann selber verwenden kann. Das ist ein richtig lustiger Trick, der richtig schwer beizubringen ist. Aber was bringt einem dieses riesige Gedöns, so ein gigantischer Aufwand, wenn die Kreatur dann im Endeffekt doch einfach weggenommen wird und unnötig gemacht wird? Tja, im Endeffekt ist es dann tatsächlich nur für den Multiplayer-Modus dieses Spiels nützlich.
So ein bisschen zumindest. Allerdings haben wir ja schon gesehen, dass dieses Spiel, sagen wir mal, Designproblem hat. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Dorfzentrum aufeinander stapeln. So Dorfzentrum, 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 um so seinen Einflussbereich zu vergrößern. Wenn man da Spieler gegen Spieler spielt und beide halbwegs intelligent sind, dann wird man sehr schnell merken, dieser Modus hat einfach zu viele Probleme, als dass man ihn einfach so spielen könnte. Man muss dann tatsächlich mit seinem Gegenspieler Regeln ausmachen, wie das Spiel gespielt werden darf, wenn man wirklich Spaß damit haben will. Ansonsten finde ich nicht, dass es wirklich lustig ist, dieses Spiel zu spielen. Wir haben nie so wirklich gemerkt, was die Pilze machen, weil wir nie Pilze gegessen haben, merke ich gerade, wo ich den Pilz in dem Ending-Screen hier sehe. Die Pilze können das Verhalten unserer Kreatur durcheinander bringen. Sie ist dann tatsächlich auf Drogen. Da sieht man allerdings keinen wirklich lustigen Effekt durch. Sie verhält sich nur merkwürdig. Von daher war es auch nicht wirklich lohnenswert, das irgendwann mal zu machen, muss man sagen. Ja, wir haben es geschafft. Die Credits sind durch. Wey, Applaus. Und wir sehen nochmal alle Charaktere, die wir während des Spiels getroffen haben. Wir kriegen ein wunderschönes Feuerwerk zum Abschied aus dieser Welt. Die ganzen verschiedenen Völker, die ganzen Quest-Charaktere, die uns genervt haben. Und ein Kind ist auch dabei. Ja, viele verschiedene Kinder-Charaktere gibt es auch nicht in diesem Spiel. Irgendjemand läuft da hinten noch im Hintergrund rum. Ich glaube, das sind Holzsammler aus den Dörfern der Welt. Wir sehen, dass wir immer noch innerhalb der Welt stehen von Nemesis, der nun endgültig vernichtet wurde durch unsere Mega-Blast-Attacke, die unsere Kreatur auf ihn gewirkt hat. Hören die auch irgendwann mal auf zu klatschen oder gucken wir uns jetzt einfach für ein paar Stunden diese applaudierende Menge hier an? Es sind auch ein paar zwischen, von denen ich nicht glaube, dass wir sie mal während des Spiels gesehen haben, wie der Typ in dem roten Shirt da relativ weit rechts in der Mitte. Ja, aber wie gesagt, ein sehr schönes Spiel, auch wenn es wirklich nicht das ist, was versprochen wurde, als das Spiel damals rausgekommen ist. Nicht so open-worldig, wie es hätte sein können oder sollen. Aber trotzdem sehr spaßig. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angelangt. Und nun gibt es noch eine weitere Sache für uns zu erledigen. Leider nicht in diesem Spiel hier. Ich würde gerne noch irgendwas in diesem Spiel hier weitermachen. Aber das nächste, was uns nun noch bevorstellt, ist... Ah, endlich. Black and White, die Erweiterung. Insel der Kreaturen. Diese Erweiterung ist ein Scherz. Wirklich ein Scherz. Aber da werden wir erst dann demnächst zu kommen. Ja, das Feuerwerk wird da unten jetzt scheinbar einfach weiterlaufen. Wir könnten jetzt tatsächlich open-worldig, wie dieses Spiel ist, innerhalb dieser Welt hier für immer weiterspielen, wenn wir wollten. Unsere Kreatur läuft da vorne einfach frei rum. Die können wir nochmal eben schnell versorgen, damit sie uns innerhalb der letzten Sekunden unseres Spiels hier nicht krepiert. Komm schon, Jesus, hör auf, übers Wasser zu laufen und nimm ein bisschen Korn zu dir. Hup, nicht beschweren, guter Junge sein und das Korn in dich reinstopfen. Jawohl. Wow, das war nicht viel Korn. Sie ist immer noch auf 51%. Ja, dann schnappen wir uns noch ein bisschen mehr, damit wir wenigstens satt aus dem Spiel gehen. Wenn schon, denn schon. Und dann gucken wir mal, dass wir uns ein letztes Mal von Ra, unserer Sonnenkreatur, verabschieden. Ja, guter Junge, guter Junge. Bitte stopf es in dich rein. Dann lassen wir auch die Leine los. Ja, willst du uns noch irgendwas sagen, Ra? Irgendeinen intelligenten Schlusskommentar? Oder guckst du nur dumm unserer Hand nach und läufst ihr hinterher? Ja, das war der Schlusskommentar unserer Kreatur. Diese Welt hier haben wir eingenommen. Wir haben kein Holz mehr. Egal. Und das war Let's Play Black and White. Ich hoffe, das Projekt hat euch gut gefallen. Ich hatte in der Tat sehr viel Spaß bei diesem Spiel, mehr als ich erwartet hätte. Als Kind, muss ich sagen, hatte ich sehr viele Probleme mit diesem Spiel. Aber wie schon mal erwähnt, wenn man die Grundprinzipien versteht, hat, ist es gar nicht mehr so kritisch, das Spiel durchzuschaffen. Also, wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Play-Projekt. Vielleicht in der Insel der Kreaturen. Oje, oje. Bis dahin, see ya!